Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Tag des offenen Rathauses auf der Norderstedter Herbstmesse. Verkaufsoffener Sonntag und Kartoffelfest in Bad Segeberg. Musikverein Norderstedt feiert 40-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Pflanzenwelt der grünen Kugel. Fledermäuse bei Noctales hautnah erleben. Und Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Das Haus im Park, dem Seniorenheim der Stadt Norderstedt. Zum sechsten Mal bietet die Norderstedter Herbstmesse am 25. und 26. Oktober ein Programm für die ganze Familie. Neben einer bunten Vielfalt regionaler Unternehmen, Kunsthandwerk und spannenden Kinderattraktionen können Neugierige am Sonntag einen Blick hinter die Kulissen des Rathauses werfen. Auf verschiedenen Stationen können die Besucher viele Räumlichkeiten, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind, besuchen. Wir werden hier Führungen durch unser Rathaus anbieten und unter anderem kann man dann auch einen Blick in das Büro unseres Oberbürgermeisters, Herrn Hans-Joachim Grote, tun. Zur Herbstmesse am Tag des Rathauses werden wir unser Haus öffnen. Die Bildungswerke bestehen ja aus Stadtbücherei und Volkshochschule. Wir befinden uns hier im Moment in der Lehrküche der Volkshochschule im 3. OG. Das wird auch das Ende der kleinen Rallye sein, die wir hier durch die VHS veranstalten. Am Tag des offenen Rathauses können Sie gern unsere EDV-Räume, die hervorragend ausgestattet sind, nicht nur besichtigen, sondern Sie können dementsprechend auch die eine oder andere Software sich genauer anschauen und können sich dementsprechend auch mit der Software vertraut machen. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag fand in Bad Segeberg am 5. Oktober auch das beliebte Kartoffelfest in der Hamburger Straße statt. Auch Möbelkraft schloss sich den Unternehmern an und öffnete die Türen für Sonntagsbummler. Auch viele Autohäuser stellten ihre Angebote aus. Von Audi über Opel bis BMW wurden die neuesten Modelle vorgestellt. Neben der musikalischen Unterhaltung konnten die Kinder auf einer großen Hüpfburg spielen, sich schminken lassen oder mit einem Mini-Karussell fahren. Bereits seit 40 Jahren sorgen die Orchester des Musikvereins Norderstedt für musikalische Hörerlebnisse in Norderstedt. Kein Wunder, dass die Stimmung bei der Herbstgala zum 40-jährigen Jubiläum riesig war. Viele Gäste sorgten für gute Stimmung und lauschten den rhythmischen Klängen der Fishhead Horns Big Band. Ja, 40 Jahre, die sind natürlich schnell vergangen und die Motivation ist immer da und wir haben, wir sind sehr engagiert gewesen und sind es bis heute sehr engagiert und ja, es ist ein wunderschönes Hobby, Musik zu machen. Also für mich bedeutet das Erinnerung und zwar Spaß und Freude an der Musik und das freut mich besonders, weil der Musikverein ein ganz breit aufgestelltes, vielfältiges Angebot bietet. Neben der musikalischen Darbietung wurde auch der geschichtliche Hintergrund präsentiert. Eine Ausstellungswand vom Symphonischen Blasorchester Norderstedt zeigte Bilder rund um die Geschichte des Vereins. Das Norderstedter Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter bietet eine große Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten und das seit über 50 Jahren. Auf der rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche finden Kunden unter anderem mehr als 200 Parkettmuster und über 1000 Gardinenmusterschals. Die grüne Kugel in Bockholt-Hahnredder ist ein besonderes Pflanzencenter mit individuellem Charakter. Bewusst stehen in dem umfangreichen Sortiment Gehölze und Pflanzen im Mittelpunkt. Inzwischen blickt die Verkaufsbaumschule auf 12 Jahre Geschichte zurück.
Seit 2010 wird die Pflanzenwelt von Andrea Küster, Heike Marquardt und Bettina Michels als Inhaberinnen geführt. Die Grüne Kugel gibt es seit dem Jahr 2000. Also im Grunde sind wir ein sehr junges Unternehmen. Seit dem Jahr 2010 führen wir die Grüne Kugel zu dritt. Also wir drei Inhaberinnen, wir stammen alle aus einer Gärtnerfamilie. Ich glaube, wir decken ein bisschen so eine Nische ab. Also wir sind nicht so richtig ein großes Gartencenter. Wir haben auch gar nicht so viele Glasgewächshäuser, sondern das Ambiente ist hier so ganz besonders. Hier findet ganz viel an der frischen Luft statt. Wir haben viel Freifläche. Ja, wir haben ein ganz großes Pflanzensortiment. Alles, was man für den Garten so braucht. Rund um die Pflanze. Also wir machen Floristik. Die Grüne Kugel lockt täglich zahlreiche Pflanzenliebhaber und Naturfreunde auf das 7800 Quadratmeter große Gelände. Kunden werden vor Ort professionell und anschaulich über Standortverträglichkeit, Wachstum, Aussehen und gestalterische Aspekte von den Gärtnern beraten. Besucher der Noctalis konnten bei einem ganz besonderen Rundgang in die Welt der Fledermäuse eintauchen. Die Erlebnisausstellung bietet 4 Etagen zum Sehen, Hören, Anfassen und Ausprobieren. Mit Taschenlampe in der Hand kann eine künstliche Höhle erkundet werden oder man wandelt durch den Nachtwald mit seinen geheimnisvollen Geräuschen. Ja, Noctalis ist eine Erlebnisausstellung hier am Deutschlands größten Fledermausquartier, der Segeberger Kalkberghöhle. Und wir informieren ganzjährig über das Leben der Fledermäuse, die Ökologie und auch die Mythen, also alles, was die Tiere so besonders macht. Ja, und der Name, den haben wir uns quasi ausgedacht, das ist ein Kunstwort, den gab es vorher noch nicht. Der erinnert an die Nacht, Noctalis, Nox und so weiter. Viele Fledermäuse heißen so, also das haben wir uns extra für unsere Ausstellung ausgedacht. Die einzigartige Ausstellung über und mit lebendigen Fledermäusen und Foxy Flatterinchen, einer handzahmen indischen Riesenflughündin, bringt vor allem Kinderaugen zum Leuchten. Am 4. Oktober trafen sich die Delegierten der Jungen Union zum Schleswig-Holstein-Tag in Bad Segeberg. Das höchste beschlussfassende Gremium der größten politischen Jugendvereinigung wählte Tobias Lohse zum neuen Landesvorsitzenden. Die Junge Union konnte unter anderem den CDU-Landesvorsitzenden Reimer Böge, MDEP, und Gero Storjohann, MDB, begrüßen. Die Junge Union ist ein Verband, wo man Politik üben kann, wo man alle Erfahrungen machen kann, ohne noch in besonderer Verantwortung zu sein. Man ist also bei der CDU schon, wenn man Vorsitzender ist, bei der Jungen Union im CDU-Vorstand und kann dort live miterleben, wie politische Entscheidungen vorbereitet werden. Man diskutiert nicht nur, sondern man kriegt auch Prozesse mit. Und das finde ich eine hervorragende Einrichtung. Zu den Stellvertretern wurden Birte Gliesmann, Pinneberg, Martin Waller, Dithmarschen sowie Max Schmachtenberg, Rendsburg-Eckernförde gewählt. Für mich machen ganz viele verschiedene Themen die Junge Union aus, wobei mir ganz besonders wichtig ist die innere Sicherheit. Ich möchte mich auch in Zukunft sicher fühlen in Schleswig-Holstein und die Infrastrukturpolitik. Auch in Zukunft möchte ich im Land zwischen den Horizonten noch von A nach B kommen. Stadtmagazin TV Termine. Am 11. und 12. Oktober gibt es echte Unikate auf dem Webermarkt im Museum Tuch und Technik in Neumünster zu entdecken. Am 15. Oktober erleben Besucher des Kulturwerks am See in Norderstedt die Komödie Patrick 1,5. Der Holsteinchor gibt am 7. November ein Konzert zusammen mit Cathy Kelly in der Anschalkirche. Der Martinsmarkt des Lions Club findet am 8. November zum ersten Mal im Bürgerhaus Hennstedt-Ulzburg statt. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Stöbern und feilschen heißt es beim Hallenflohmarkt am 26. Oktober. Vom 30. bis 1. November lohnt sich ein Besuch der Holsteiner Pferdetage. Und hier kommen die Schlagzeilen.
Katja Rathje-Hoffmann wurde in die Kommission Meine CDU 2017 berufen. Der Musikverein Norderstedt ehrt Gründungsmitglied Bernd Neumeister beim 40-jährigen Jubiläum. Der Town & Country Stiftungspreis geht in diesem Jahr an Philipp Schneider für die Quickborner Spielleute. Harald Ledig wurde erneut als Vorsitzender der Seniorenunion in Hennstedt-Ulzburg bestätigt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Das Haus im Park, dem Seniorenheim der Stadt Norderstedt.